in Siegen. Oh ja. Ausgangspunkt für unseren ersten Vlog. Hast du uns was Schönes rausgesucht? Ja, heute geht's ins Siegen-Wittgensteiner Land. Oh. Auf eine sehr ambitionierte Tour. Cool, ich freue mich. Los geht's. Wir sind schon auf der HTS auf dem Weg nach Freudingen und ich würde sagen, das ist auch ein guter Zeitpunkt, dass wir beiden uns mal vorstellen, oder? Genau. Ich bin Mary. Ich bin die Alisa. Und gemeinsam sind wir bewandert. Das ist eine Rundtour, eine ambitionierte Rundtour. Fast 17 Kilometer. Die heißt Ilsetalfahrt und die schauen wir uns jetzt an. Das war schon ein knackiger Anstieg fürs Erste, ja. Ne? Ich bin warm. Ich auch. Schöne Aussichten. Freudingen haben wir schon längst rechts liegen gelassen. Ich freue mich auf mehr. Sau cool. Hier oben gibt es sogar eine Panoramabank. Für die schöne Aussicht, das hatten wir selber gar nicht so auf dem Schirm. Und da kann man bei schönem Wetter auf jeden Fall mal kurz verweilen. Richtig cool, nebendran rauscht hier auch der Bach. Welcher ist das? Das ist der Ilsebach. Oh. Und ja, der führt uns jetzt noch zu einem ganz schönen Weiher. Ilse, Ilse, keiner will sie, ich würde sagen. Wir nehmen sie doch. Hier ist eine Spinne. Die war gerade in meinen Haaren. Springen! Kleiner Freund. Ja. Rettung geglückt. Ankunft am Weidelbacher Weiher. Eine wirklich richtig schöne Kulisse, sogar bei Regen. Und im Sommer gibt es sogar Seerosen. Aber auch schön, ne? Ich bin einfach immer wieder so beeindruckt, was der Rothaarsteig zu bieten hat. Sollte man sich definitiv übrigens auch einplanen, dass man auf der Wanderung was mitnimmt und sich einfach hier schön macht. Und wenn die Sonne scheint, kann man ja auch, wie gesagt, am Weiher picknicken. Hier kurz vor Freudingen nochmal diese herrliche Aussicht. Ich bin richtig begeistert. Die ganze Tour, ne? Ja. Wilde Trails. Schöne Aussichten, Wasser ist dabei. Ja. Und das ist jetzt echt noch ein Highlight zum Schluss. Passend zum Abschluss der Tour. Mir hat die richtig gut gefallen. Mir hat die auch richtig gut gefallen. Und wenn ihr die Tour mal nachgeht, dann schreibt gerne in die Kommentare, ob sie euch genauso gut gefällt wie uns. Würde uns sehr, sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Vlog.